Hey Leute und herzlich willkommen zu diesem neuen Video von mir. Heute gibt es das angekündigte Q&A. Insgesamt 10 Fragen gestellt. An dieser Stelle erstmal vielen Dank, dass so viele mitgemacht haben. Da habe ich mich sehr drüber gefreut. Ich wollte sowas schon die ganze Zeit mal machen. Und jetzt ist es endlich soweit. Und es sind auch einige Fragen dabei, die gar nicht so einfach zu beantworten sind. Wir starten einfach mal mit der ersten Frage. Und zwar, was war dein erstes Tier? Ich weiß es nicht mehr genau, es waren Meerschweinchen oder Kaninchen. Da war ich auch noch recht jung. Wir haben die komplett falsch gehalten, also nichts von, also keine artgerechte Spur. Das war ganz schlimm. Ja, damals wussten wir es nicht besser und ist natürlich keine Ausrede. Es soll kein Schönreden sein. Das war definitiv nicht okay. Ohne sich zu informieren, holt man sich kein Tier und ja, genau. Also es waren definitiv Meerschweinchen oder Kaninchen in so einem kleinen Gitterkäfig. Zweite Frage. Würdest du dir noch andere Haustiere, zum Beispiel ein Kaninchen, anschaffen? Kaninchen definitiv nein. Ich hatte vor 2 Jahren, glaube ich, Kaninchen. Die habe ich ja auch hier auf dem YouTube-Kanal gezeigt. Und es sind einfach nicht meine Tiere. Also es macht Spaß, sich mit denen zu beschäftigen, keine Frage. Aber ich bin eher so im Nagetierbereich, so kleinere Nagetiere und Kaninchen sind ja keine Nager, aber ich zähle sie halt meistens dazu. Halt so kleinere Tiere, die nicht ganz so klein sind, aber definitiv würde ich mir noch andere Haustiere holen, nur eben kein Kaninchen. Nächstes Jahr sind ja auch noch andere Tiere geplant. Und ansonsten kommt hier noch eine Frage, wo ich noch ein bisschen genauer auf die Tierarten eingehe. Die dritte Frage ist, beziehungsweise die Aufforderung, beschreibe dich mit 3 Worten. Ist gar nicht so einfach. Also definitiv tierlieb, da brauche ich nicht lange überlegen. Etwas kompliziert und natürlich verrückt. Also das Letzte nehme ich auch als Kompliment. Ich nehme verrückt immer als Kompliment, weil normal ist langweilig und wer ist heutzutage schon normal? Also ich bin definitiv auch verrückt. Vierte Frage. Welche Tiere liebst du und hättest du gern? Ich nehme an, ich sage jetzt nicht die Tiere, die ich schon habe, weil es ja klar, dass ich die gerne hätte und dass ich die liebe. Auf jeden Fall ein Pferd. Das ist ja jetzt weniger so heimtiermäßig. Aber ein Pferd hätte ich sehr gern. Das habe ich schon sehr lange vor, will ich schon sehr lange. Und werde ich mir in den nächsten Jahren definitiv erfüllen. Ansonsten fände ich noch Ratten toll. Allerdings möchte ich für Ratten meine erste eigene Wohnung haben und ein eigenes Tierzimmer. Weil Ratten halt doch sehr stark stinken und einen starken Eigengeruch haben. Und die möchte ich jetzt nicht unbedingt in meinem Schlafzimmer quasi stehen haben. Das ist ja mein Wohnraum, mein Schlafzimmer und alles drum und dran. Und dann habe ich dazu noch einen sehr geruchsempfindlichen Freund und das würde nicht so gut passen. Und was ich definitiv auch noch gerne in der Zukunft hätte, sind Chinchilla und Maushamster. Chinchilla fand ich schon immer sehr, sehr toll. Also es sind flauschige Tiere. Ich mag flauschige Tiere. Brauchen aber halt sehr viel Platz und ich hatte mir tatsächlich überlegt, für nächstes Jahr mir Chinchilla zu holen. Da hat ja, glaube ich, auch irgendjemand bei Samik unter einem Video gefragt, ob ich den Chinchillas hole. Ich hole keine Chinchillas. Ich wollte mir Chinchillas holen, aber ich lebe hier unterm Dach. Chinchillas sind sehr anfällig also sind sehr hitzeempfindlich, sterben schnell an Hitzetod und das staut sich hier drunter schon ein bisschen, auch wenn es schon isoliert ist. Und noch dazu würden sie mit ihren Riesenohren direkt neben dem Fernseher stehen, auch wenn ich da Tiere halte, natürlich immer leise, gerade bei nachtaktiven Tieren. Trotzdem wäre mir das ein bisschen zu, ja, muss ich ja nicht unbedingt machen, so empfindlich, wie die halt sind. Und dazu finde ich einfach, dass ich den Platz, den ich jetzt habe, nicht so ausnutzen kann, dass ich Chinchillas halten kann. Ich habe einfach dafür viel zu wenig Platz, viel zu wenig offene Fläche, wo die laufen können. Und deshalb habe ich direkt gesagt, das mache ich nicht. Aber auf jeden Fall Pferd, Chinchilla, Ratten und Maushamster, genau. Das sind so die Tiere, die ich auf jeden Fall noch irgendwann in der Zukunft halten möchte. Fünfte Frage. Blind oder taub sein? Sehr schwere Frage. Es ist beides absolut beschissen.
Ich würde aber vermutlich eher zum Taubsein tendieren, einfach weil ich jemand bin, der sehen muss, was um sich herum passiert. Und gerade wenn ich hören könnte, aber nicht sehen könnte. Und ich habe sowieso schon vor einigen Geräuschen echt Respekt. Und wenn ich das dann nicht sehe, woher das kommt, dann das wäre ganz schlimm für mich. Also ich würde definitiv sagen, ich wäre lieber taub als blind. Zumal ich ja als Kind sowieso schon mal fast taub gewesen wäre, aber darauf komme ich mal in einem anderen Video zu sprechen, wenn es interessiert. Hamira ist wach, ich höre sie. Sechste Frage. Welche drei Dinge, keine Person, würdest du auf eine einsame Insel mitnehmen? Also, das ist eigentlich relativ einfach zu beantworten. Ich würde definitiv, also es kommt darauf an, wie lange bin ich denn auf dieser einsamen Insel erstmal. Wenn ich jetzt nicht weiß, wann ich nochmal wegkomme, ist das Ganze auch nochmal ein bisschen schwieriger. Ich würde aber auf jeden Fall einen Block und einen Stift mitnehmen. Ich bin Autorin von Leidenschaft, ich mache das gerne und das würde ich dann auch sehr gerne auf dieser Insel machen, würde ich dann auch sehr gerne auf dieser Insel machen können, so. Vor allem, wenn ich auch nicht weiß, wann ich da wieder wegkomme, wäre das eine gute Möglichkeit für ein Tagebuch zu führen in Schriftform. Und ich hoffe dann halt einfach, dass ich irgendwann nochmal wegkomme. Und die dritte Sache wäre, das ist schon ein bisschen schwieriger, ich denke, dass es mein Häkelzeug wäre, wenn ich jetzt Wolle und Häkelnadel in einem nennen darf. Weil das ist halt was, das bringt mich runter. Und nach einem anstrengenden Tag, was weiß ich, Fischen, sonstiges auf einer einsamen Insel, muss ich mir auch mein Essen selber besorgen. Nach einem anstrengenden Tag einfach am Strand liegen, ein bisschen abchillen und häkeln. Und das wäre so das, was ich gerne mitnehmen würde. Siebte Frage. Würdest du gerne für eine Woche ein Junge sein? Und wenn ja, was würdest du dann machen? Würde ich definitiv gerne. Ich habe mir immer schon gedacht, warum kann man denn nicht mal so für ein paar Stunden oder Tage das andere Geschlecht wechseln, um mal zu sehen, wie es ist? Ich möchte auch einfach mal wissen, wie Jungs so denken. Ich weiß nicht, ist das komplett anders? Ich habe ja jetzt bestimmt auch einige männliche Zuschauer. Wurstbeutelcontainer zum Beispiel. Wie denkt ihr, Jungs? Wie denkt ihr? Es ist so eine Frage. Ich weiß nicht, ob es komplett anders ist, aber ihr denkt ganz sicher ein bisschen anders da als wir Frauen. Und das würde ich auf jeden Fall gerne wissen. Und was ich auf jeden Fall machen würde, ich würde erstmal zum Hof fahren und eine Runde reiten. So viele Jungs sagen, es wäre so unangenehm, auf einem Pferd zu sitzen, gerade im Trab. Ich würde es gerne mal ausprobieren, um zu wissen, wie es ist. Das wäre sowas, das würde ich gerne mal machen. So, achte Frage. Wie lange hast du schon Tiere? Gott, Tiere habe ich seit ich 3 oder 4 bin. Also meine Eltern haben ja relativ früh Tiere geholt. Das waren ja wie gesagt Meerschweinchen oder Kaninchen, ich weiß es nicht mehr genau. Wir hatten auch eine Zeit lang beides gleichzeitig, soweit ich weiß. Und sie wollten halt, dass ich mit Tieren aufwachse. Also ich habe echt schon seit dem Kindergarten Tiere und dann habe ich auch irgendwann Ende des Kindergartens, glaube ich, die Katze bekommen. Und ich habe es auf jeden Fall schon fast mein ganzes Leben. Also ich erinnere mich an keine Zeit ohne Tiere zurück. Neunte Frage. Wie habt ihr euch kennengelernt, wenn es zu privat ist, kein Problem? Also ich nehme mal an, du meinst Fabian und mich. Erzähle ich gerne, ist halt irgendwie auch ein bisschen lustig. Ich bin in einer LGBTQ-Gruppe auf WhatsApp und meine beste Freundin hatte zu der Zeit eine feste Freundin und diese feste Freundin war mit meiner besten Freundin auch in dieser Gruppe. Es ist jetzt ein bisschen kompliziert. Auf jeden Fall waren wir alle drei in dieser Gruppe drin. Und irgendwann hat dann ihre Freundin gefragt, wer will verkuppelt werden? So. Hat sich keiner gemeldet, dachte ich so, könnte lustig werden, machen wir einfach mal mit. In den meisten Fällen funktioniert sowas nicht, ich wollte einfach nur aus Spaß mitmachen. Und dann wurde ich mit Fabian, meiner besten Freundin und ihrer Freundin in eine Gruppe gesteckt. Und wir Mädels sind erstmal ausgerastet und dachten so, warte mal kurz, die kenne ich doch und so wie du bist hier drin und so weiter. Und Fabian hat sich ganz außen vor gefühlt und dachte so, was geht hier jetzt ab? Und so die ersten Worte, die wir gewechselt haben, waren halt in dieser Gruppe, noch mit Publikum quasi. Und dann am selben Tag, noch irgendwann nachts, haben wir dann angefangen zu schreiben, also privat. Und ich glaube, 2, 3 Tage danach haben wir uns das erste Mal getroffen und haben halt gemerkt, dass mit uns passt. Wir haben es quasi direkt von Anhieb gemerkt, okay, die Chemie stimmt halt einfach. Es hat Spaß gemacht, wir konnten uns gut unterhalten. Es hat halt einfach alles gepasst. Also wir haben das wirklich direkt zu Anfang gemerkt, dass das mit uns auf jeden Fall mehr werden könnte.
Und da bin ich, übrigens ist die feste Freundin, die uns verkuppelt hat, seine Ex-Freundin. Also falls du das Video siehst, liebe Grüße an dich. Ich mag dich ja sehr gerne. Du bist ja wirklich die einzige Ex-Freundin von allen, wo ich wirklich sage, also er hat jetzt nicht so viele Ex-Freundinnen, ich meine jetzt auch von denen früher, wo ich wirklich gut leiden kann. Also mit dir hatte ich nie Probleme oder sonstiges. Du bist echt ein mega liebes Mädchen. Ich mag dich echt total gerne. Grüße gehen raus an dich an dieser Stelle. Vielen Dank, dass du uns zusammengeführt hast. Wir sind dir immer noch sehr dankbar dafür. Ist ja jetzt auch schon fast ein halbes Jahr her. Richtig krass. Genau, also so haben wir uns kennengelernt. Und die letzte Frage, würde mich interessieren, ob Heirat und Kinder ein Thema für dich sind. Heirat definitiv. Ich möchte auf jeden Fall irgendwann heiraten. Das ist sowas für mich, das bedeutet mir viel. Das hat eine große Bedeutung für mich. Kinder ist jetzt schon ein schwierigeres Thema. Ich war früher immer so voll, ich will auf jeden Fall Kinder haben, definitiv. Und je älter ich werde, desto mehr denke ich darüber nach, es zumindest lange hinauszuzögern. Jetzt nicht so lange, dass ich sage, ja, ich bin jetzt 40 und kriege ein Kind und dann haben meine Kinder nichts mehr von mir, weil ich dann in 20 Jahren krepiere oder sowas. Nee, schon früher, wenn ich Kinder kriegen sollte, mit Ende 20, Anfang 30. Aber ich möchte auf jeden Fall vorher Zeit zum Leben haben. Also ja, Kinder sind ein Thema für mich. Allerdings steht ja auch im Raum, dass wir auswandern und so weiter. Und da möchte ich erstmal Zeit ins Land gehen lassen, schauen, wohin uns der Weg führt, in welches Land wir überhaupt ziehen. Im Moment steht ja Panama im Raum und ich weiß nicht, ob das so der beste Ort ist für Kinder. Und ja, da werde ich mir Gedanken drüber machen, wenn es soweit ist. Es ist für mich definitiv nicht ausgeschlossen. Aber ich möchte mir halt damit auf jeden Fall erstmal genügend Zeit lassen und nachdenken, ob das überhaupt Sinn macht, auch für die Kinder, mit den Sachen, die ich vorhabe und die wir auch gemeinsam vorhaben. Ich gehe jetzt halt einfach mal von Fabian aus, weil wir sind halt nun mal ein Paar und gehe ich jetzt einfach mal von uns beiden aus. Und wir haben halt viele Sachen vor, die sich auch nicht unbedingt mit Kindern vereinbaren lassen. Also da werden wir schauen, wohin uns der Weg führt und wenn es soweit ist und wir wollen Kinder, dann sagen wir ja. Und wenn nicht, dann eben nicht. Also ich schließe es nicht aus, aber ich kann jetzt auch nicht hundertprozentig sagen, dass ich definitiv irgendwann Kinder haben will. So, das war's dann schon wieder mit diesem Video. Mir hat sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, euch hat's auch gefallen. Ich möchte sowas auf jeden Fall gerne mal nochmal machen, weil ich liebe es halt irgendwie so Fragen zu beantworten. Dann lernt ihr mich auch mal ein bisschen besser kennen. Also schreibt gerne weitere Fragen ab und zu mal in die Kommentare. Ich schreibe die mir dann raus, habe ich dieses Mal auch gemacht. Und dann mache ich irgendwann, wenn ich genug Fragen beisammen habe, nochmal sowas. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. Ihr habt eure Antworten bekommen, die ihr wolltet. Und ich habe alles richtig beantwortet, beziehungsweise gut erklärt und ausführlich genug. Und dann würde ich sagen, vielen Dank nochmal, dass ihr so tolle Fragen gestellt habt. Und dann bis zum nächsten Video. Ciao!